Internet, Smartphones und soziale Netze begleiten uns im Alltag. Sie machen Spaß und erleichtern vieles. Aber sie können auch zur Bedrohung werden, besonders für Frauen. Die Täter sind dann Kollegen, Partner, Unbekannte. Digitale Gewalt hat viele Formen. Online-Stalking, Erpressung mit intimen Fotos oder Überwachung von Mails und Chats. Es mangelt an Kompetenz und Ausstattung bei Beratungsstellen, Polizei und Justiz. Und es fehlen Studien oder Statistiken zu digitaler Gewalt. Die Betroffenen bekommen zu wenig Unterstützung. Und die Bundesregierung schaut weg. Deshalb fordert die Linke mehr Forschung zu digitaler Gewalt gegen Frauen und Spezialdezernate mit Digitalkompetenz zur Verfolgung der Täter. Null Toleranz für alle Formen von Gewalt gegen Frauen und LSBTIQ+.